Der französische Künstler Robert Filliou wurde am 17. Januar 1926 in der beschaulichen Gemeinde Sauve geboren. 1943 kämpfte er in der Résistance, dem Widerstand gegen die deutschen Besatzer, und wurde noch während des Krieges Mitglied der Kommunistischen Partei Frankreichs. 1946 wanderte Filliou in die USA aus und arbeitete zunächst für die Coca-Cola Company. 1949 begann er ein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der University of California und siedelte nach seinem Abschluss 1951 nach Südkorea über, um dort für die Wiederaufbauagentur der Vereinten Nationen zu arbeiten. Inspiriert vom Zen-Buddhismus gab er den Glauben an die friedensstiftende Macht der Institutionen zugunsten der Kunst und Poesie auf. 1954 zog Filliou nach Ägypten, lebte dann in Spanien, lernte in Dänemark seine Frau Marianne Staffels kennen und kehrte 1959 schließlich nach Frankreich zurück. Zunächst zog er mit seiner Galerie Légitime, einer Mütze, die er in Tokio gekauft hatte, durch die Straßen von Paris. Am 17. Januar 1963 proklamierte er, dass die Kunst vor 1 Million Jahren geboren worden sei, als jemand einen trockenen Schwamm in einen Eimer Wasser warf.